Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Dragon Ball Z Dokkan Battle. Mein Name ist Maxi und heute spielen wir wieder mal mit einem Team, das gewünscht wurde aus der Community. Also vielen, vielen Dank für die Anfragen, die ihr mir hier stellt. Und zwar soll ich ein Team bauen mit dem Namek Goku, den wir neulich gezogen haben. Und das ist das Team, das ich jetzt mal zusammengeworfen habe. Ein Super Saiyajin Team mit nur LR-Karten. Ja, neben dem Namek Goku Leader natürlich. Und da haben wir echt einige recht heftige Rotationen mit dabei. Vor allem mit den beiden Fusions hier, mit dem Gogeta und mit dem Vegito. Das geht sehr, sehr nice. Ansonsten Gohan und die Go-Bros passen gut. Auch der LR Broly passt gut mit Gohan zusammen. Die werden wir meistens so als Floater irgendwie lassen. Es gibt x Möglichkeiten, dieses Team zu bauen. Und das ist genau das Thema des heutigen Videos. Ich möchte euch ein paar dieser Teams vorstellen. Wir beginnen einfach mal mit diesem LR-Team. Also ein bisschen hochgepowertes Team, um dieses Event hier abzuschließen. Und ich muss nämlich noch ein paar Mal gegen Fusion Android 13 antreten. Da dachte ich mir, bietet sich doch eigentlich an, mal diese Eventsets mit euch zusammen durchzuzocken. Wir haben ein paar Runs eben, die wir machen müssen. Deswegen machen wir das heute einfach mal zusammen und können da auch schon direkt die Power dieses Teams zeigen, weil super, also Fusion Android 13 ist in der letzten Phase schon recht knackig. Kann also sein, dass wir hier auch gelegentlich mal aufs Maul bekommen, aber wir versuchen das natürlich zu vermeiden. Ansonsten, Freunde, wenn euch solche Videos gefallen, ja, lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr ein anderes Team sehen wollt, zu einem anderen Leader-Skill, zu einem anderen Thema an und für sich, weil das macht genau den Fun eigentlich aus von solchen Videos, weil ihr habt Fragen und ich versuche sie euch dann so gut wie möglich zu beantworten. Okay, das heißt, hier von der Rotation her sieht man schon, die beiden passen hier deutlich besser zusammen. Das heißt, ich werde auch versuchen, irgendwie die beiden, obwohl eigentlich beides nicht ganz so knorke, weil mir fehlen eindeutig ein bisschen Ki. Der Boy hier braucht 5 oder die Boys brauchen 5. Oh, braucht 2. Da kommt auch, nee, da brauchen wir sogar mehr Ki. Damn it! Genau das ist nämlich manchmal das Problem mit den GoBros. Die brauchen halt spezielle Partner, die Ki geben. Und das haben wir in dem Fall nicht mit dabei. Deswegen werden wir die Jungs rausrotieren. Geht fast nicht anders, ja. Wir rotieren sie einfach mal raus, lassen auf jeden Fall LR Broly hier seinen Spaß haben. Ja, nee, doch, machen wir es so. müsste. Wow, ihr seid gerade richtig scheiße gedroppt. Wisst ihr das eigentlich? Ja gut, die GoBros dürfen nicht. Die hätten hier sowieso wegen Typ Nachteil nicht so viel Damage gemacht. Aber prinzipiell, das Super Saiyajin Team um den Namek Goku ist komplett gut, weil der Goku selber sehr, sehr stark ist. Das heißt, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Ihr könnt auch mit einigen Free-to-Play-Karten das Team aufbauen, solange es Super Saiyajins sind und viele davon die Links teilen, die unser guter Boy am Start hat. Denn Son Goku ist in seiner Base-Form ja noch kein Super Saiyajin, heißt, solche Dinge wie Golden Warrior fehlen. Oder an Super Saiyajin, was so ein bisschen Attack-Buff gibt, beziehungsweise Keylinks. Aber sonst hat er Shocking Speed und Prepared for Battle, Fierce Battle. Das sind so die Standard-Dinge, auf die ihr so ein bisschen achten könntet, damit ihr auch Key mitbekommt, beziehungsweise noch ein bisschen 15% vom Attack-Buff. Der Rest, All in the Family, ist eher defensiver Buff. Z-Fight, das ist auch offensiv 15%, wird aber eher seltener gesehen. Deswegen, na, schade eigentlich. Aber gut, wenn man das Team entsprechend aufbauen kann, dann rennt das wie blöd. Jetzt machen wir hier noch schnell die Rotation durch. Ich lasse, wie gesagt, den Namek Goku hier als Floater. Er wird erst interessant, wenn er sich dann noch verwandeln kann. Denn bis dahin macht er auf jeden Fall guten Damage. Und wenn er angreift, dann erhöht er die Attacks seiner Kollegen für eine Runde um 30%. Das ist ganz nett. Wir wollen aber, dass er auch gelegentlich aufs Maul bekommt, denn dadurch wird er auch stärker. Er startet nämlich mit Attack in Defense 77% und hat die Möglichkeit, Attack in Defense 15% on top zu bekommen, für jeden Angriff, den er ja abbekommt, bis 59%. Also effektiv 4 Angriffe muss er reinkriegen, damit seine Passive auf 100% ist. Und das werden wir doch ab und an mal zeigen dürfen. Okay, also Active Skill von Broly wäre verfügbar, brauchen wir im Moment noch nicht. Wir lassen hier Gohan ein bisschen Rambazamba machen. Der sollte dem guten Android 13 gut einschenken. Ja gut, wir werden Namek Goku jetzt weiter hinten lassen, tatsächlich in der Rotation, weil er bringt uns nicht viel. Und im Endkampf ist er sowieso ein bisschen risky vielleicht gegen Fusion Android 13, weil der ist Agility-Typus. Und wir mit STR sind ein bisschen im Nachteil. Aber gut, prinzipiell, wenn nur Goku sich verwandeln kann, das macht er, sobald wir unter 70% fallen,
was HP betrifft und 3 Runden vergangen sind. Das geht eigentlich, aber wir haben hier ein sehr, sehr starkes Team, was defensiv natürlich auch gut tanken kann, was offensiv guten Damage drücken kann. Es wird also schwer sein, uns hier unter 70% zu bringen und das irgendwie, ja, lange so zu lassen. Deswegen lasse ich mal, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht schaffen wir es jetzt, wenn dieser Mistkerl uns guten Damage reindrückt, aber ich bin mal so optimistisch und bezweifle das. Ah, okay, shit, das schaut überhaupt nicht gut aus. Das schaut überhaupt nicht gut aus, muss ich sagen. Also hier, immerhin bekommen wir noch ein bisschen links mit ab, beziehungsweise auch hier ist schon recht gut und... Also Gogeta vorne, beziehungsweise Goku und Vegeta müssen vorne ein bisschen tanken. Die kriegen jetzt drei Attacks ab und ich rieche eine Super Attack auf jeden Fall. Also hier seht ihr, so Normal Attacks machen gar nichts. Das ist komplettes Kinkerlitzchen. Aber wir selber machen mit Normal Attacks auch wirklich nichts. Wo kommt die Super Attack rein? Jetzt oder bei den Go-Bros? Am liebsten wäre es mir bei den Go-Bros, weil da sind wir vom Typ Vorteil her und auch recht defensiv unterwegs. Sollte nicht viel passieren. Hier auch Normal Hit. Ja gut, Triple Digits ist es nicht. Das ist ein Witz. Und die Jungs knallen rein. Ja, Crit Additional. Ich glaube, das könnte schon fast gewesen sein. Wenn es ein Crit ist, ist es vorbei, oder? Oh, es ist vorbei. Okay, fantastisch. Bis auf ein paar Keyling-Probleme rennt dieses Team wirklich, wirklich gut. Was man alternativ machen kann, was ich auch sonst gerne spiele, anstatt dem LR Broly zum Beispiel, könnten wir hier noch den EZA-STR Super Saiyan Goten spielen, denn der ist ein Orb-Changer. Das heißt, er würde hier das Feld in der einen oder anderen Situation zu unseren Gunsten verändern. Das sind so kleine Sachen, die man natürlich machen kann. Ich möchte euch aber ein komplett anderes Team bei der Gelegenheit vorstellen. Das switchen wir einfach mal. Das ist das Team, mit dem wir spielen wollen. Etwas zusammengewürfelt, aber auch einfach mal, um zu zeigen, mit diesen Prime-Battle-Karten kann man auf jeden Fall was reißen. Wir werden auch diesen Goku hier entsprechend mal wieder kassieren lassen, damit er sein Damage-Output ein bisschen hochpumpen kann. Selbige gilt jetzt hier. Wow, ich hoffe, dass wir ihn down kriegen, weil der da hinten mir sonst ein bisschen Angst macht. Aber das sollte eigentlich klappen. Okay, Freunde. Neuer Versuch mit einem Free-to-Play-Team. Der Junge sollte jetzt unser MVP sein. Den werden wir auch sehr wahrscheinlich zum Super Saiyan transformieren können. Und wenn es auch wirklich gut klappt, könnten wir sogar den Rage-Mode erleben. Denn Rage-Mode wird aktiviert, wenn er beim Super Saiyan gelandet ist und wenn er nach 5 Runden bei 50% Leben oder weniger ist. Und das könnte tatsächlich der Fall sein, denn wir haben generell nicht viel HP. Wir sind bei 370.000 ungefähr. Haben jetzt nicht die defensiv stärksten Leute am Start. Oh ja, das war gut. Das heißt, die haben wir ausgenockt. Nächste Runde. Das heißt, die Rotation jetzt mit dem Namen Goku finde ich ganz gut. Plus Gohan und Goku als ja letztlich Supporter. Dann werden wir hier wahrscheinlich die beiden kombinieren, weil die sau viel Ki sich geben. Ich habe gerade gesehen, wie das hochgesprungen ist. Das ist fantastisch. Goku soll hier ein bisschen kassieren, haben wir ja gesagt. Das ist ganz gut. Der Junge braucht eigentlich gar nicht so viel Ki. Aber ich brauch hinten bei den Trunks ein bisschen mehr Ki. Weil wenn wir das machen, dann könnte vielleicht der ganze Agility-Spaß natürlich nicht droppen. Aber dann kriegt er die ganzen physischen. Das reicht auch für die Ultra Super. Nice! There we go! So, defensiv. Buff 1, Buff 2. Heißt, wir haben 60% draufgedrückt. Kriegt der. Ne, 30% draufgedrückt, so. Genau, 2x15, 30% auf Attack und Defense, das ist ganz gut. Dann ist er bei 107%, was beide Stats betrifft. Er kriegt jetzt noch die Super Attack rein. Okay. 35.000 bin ich voll am Start. Der Charakter ist sehr, sehr gut. Der hat die Möglichkeit auch zu dodgen, bzw. zu stunnen. Defensiv ist er wirklich gut und er kontert. Und das ist auch eine Fähigkeit, die komplett unterschätzt wird. Wenn er defensiv stark ist, heißt kein Damage bekommt, dann aber auch noch die Attacken kontern kann. Das heißt, er hat eine zusätzliche Damage-Quelle. Das finde ich immer ganz nice zu sehen, dass die Charakter sowas haben. Okay, in dem Fall, das lassen wir, wie es ist. Wir haben die Möglichkeit später, und das ist ja eigentlich auch ganz schön, falls ihr die Karte hier nicht kennt, die hat eine Exchange-Mechanik. Das heißt, ab einer gewissen Rundenanzahl kann Goku rausgehen und dafür kommt ein Super Saiyan Gohan rein. Und das ist dann der hier. Und der raised seine Attack in Defense für eine Runde, ja, und macht dann guten Damage, ja, und er lowert die Defense des Gegners, sowohl Attack und Defense des Gegners. Hier, Key plus 3, Attack in Defense 90% am Anfang der Runde, plus weitere Attack in Defense 50%.
Launch zwei Additional Attacks mit einer hohen Chance, ein Crit zu werden, wenn wir gegen ein Android Cell Saga Category Enemy kämpfen. Haben wir hier leider nicht. Wenn es nur Android wäre, dann wäre das richtig nice. Deswegen werden wir ihn höchstwahrscheinlich nicht transformen, denn diese Version hier gibt nämlich Buff für Goku's Family, das ist eine Sache, und raise die Defense, und zwar ständig. Durch die Links, Prepared for Battle, Shattering the Limit, Golden Warrior und alles, sind wir echt gut unterwegs. Auch All in the Family müsste dann der hier haben, der Name Goku. All in the Family, yes, und das ist ein Defensiv-Buff von 15%, also perfekt. Deswegen lassen wir die zusammen, die geben sich hier echt gut die Ehre. Und deswegen lasse ich die auch da so zusammen, ohne das anzufassen. Leider werden wir Prime Battle Vegeta nicht erleben, denn der Kampf ist jetzt vorbei. Wir nehmen aber nochmal einen Hit hin. Perfekt, heißt, unsere Passive wird wieder aktiviert. Wir raisen auf 1,53 mittlerweile schon, das ist ganz geil. Gegen Ende würde ich natürlich auch hoffen wollen, dass wir schon jetzt am besten irgendwo transformen können, damit wir unsere Defensive raisen können. Aber wenn wir so durchrennen und ständig guten Damage drücken, dann wird das doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Okay. Weiter geht's, nächste Runde, wir wollen mal gucken, wen wir hier reinpacken. Hier, also, dieser Son Goku hat eine gewisse Besonderheit. Attack 59%, hohe Chance, den gegnerischen Attacken auszuweichen, wenn er der erste Attacker in der Runde ist, also heißt auf Slot 1. Damage received from normal attacks minus 59% und er kontert die Angriffe des Gegners, wenn er auf dem zweiten oder dritten Spot ist. Das heißt, wir lassen ihn auch mal hier vorne. Das ist, denke ich, vollkommen in Ordnung. Vom HP her schauen wir auch ganz gut aus. Und hier dieser Halloween-Special Gotenks würde uns jetzt auch noch heilen, wenn wir ihm Rainbow Key geben. Brauchen wir aber nicht zwingend. Ja, selbst wenn wir hinten ein paar Hits reinbekommen, die überstehen wir. Jetzt konnten wir leider nicht die Pässe von dem Goku racen, weil er überhaupt keinen Hit abbekommt. Aber für mich alles okay. Da gut 800.000 kann er machen. Additional, das ist das, was ich sehen möchte. Und jetzt raised er nämlich die Attack unserer Companions insgesamt um 2x30%. Ja, genau, passt. Und wie viel drückt er? 300, okay, jetzt bin ich gespannt. Additional. Ich habe ihm extra Additionals gegeben. Good boy. So, damit auch geschafft. Das war jetzt so der einfache Part. Wir hatten es schon mal mit dem Bardock-Team. Free-to-play-Team gegen diesen Mistkerl. Macht überhaupt keinen Spaß, denn der ist richtig, richtig krank. Eventuell werden wir hier auch ein Item einsetzen müssen, weil ich den Run nicht ganz umsonst gespielt haben möchte. Und wir nehmen jetzt einfach mal einen Icarus, ja? Mein Gott, es wird schon irgendwie... Oh Gott, bitte überlebt das. Das ist so mies. Okay. Hinten brauchen wir ein bisschen mehr Ki, aber ich glaube, so viel Ki kriege ich gar nicht zusammen. Nee, so viel Ki. Nee, krieg ich nicht zusammen. Für die Ultrasuppe von dem... Nee, krieg ich nicht zusammen. Egal, alles klar. Ich bin sehr gespannt, wie die Jungs hier tanken werden. Und natürlich kommt die Supertech vorne. Natürlich kommt sie und die drückt bestimmt 250.000? Keine Ahnung, trotz Icarus? 200.000? 200.000, aber on point fast, ja. 200.000, gut gecallt. Dieser Bastard. Aber das heißt, nächste Runde verwandeln wir uns auf jeden Fall zum Super Saiyajin. Etwas spät, aber immerhin. Ja, es kommt eigentlich echt selten vor, dass der sich verwandelt. Aber dadurch kriegt er auch nochmal Golden Warrior, bekommt nochmal Super Saiyan, also er taggt nochmal 10%. Aber gegen diesen Gegner, na, ist das halt so halb geil, weil wir machen gar nicht so viel Damage, auch wenn wir hier auf 100% wären. Nope, noch nicht gut. Der kriegt gar nichts, das ist sehr geil. Beim Trunks habe ich jetzt ein bisschen Angst, der könnte wahrscheinlich trotzdem so 20, 30 irgendwas reinkriegen. Weiß nicht, wie defensiv er da abgeht, aber er kriegt... Ah, okay, Triple Digits fast. Okay, ja gut. Oh ja, here we go. Mr. Epic ist da. Mr. Epic kommt und spielt das Spiel des wütenden Super Saiyajin und das lieben wir. Das ist richtig, richtig geil. Und wir könnten den Rage Mode auch gleich aktivieren. Und wisst ihr was, das machen wir jetzt auch einfach. Weil ich selber diesen Rage Mode noch nie gespielt habe. Noch nie gesehen habe und nicht weiß, wie sich das anfühlt, mit so einem I'm very angry Son Goku zu spielen. Exploding Rage. Randomly changes Key to Rainbow. Und das heißt, jetzt können wir, ohne Angst zu haben, irgendwie Damage zu kassieren, Rambazamba die Drecksau-Party machen. Aber die Frage ist, ob wir überhaupt genug Damage drücken. Das ist jetzt eigentlich die Hauptfrage. Trotzdem bin ich sehr gespannt. Ja, perfekt. Okay, drei Super-Attacks sehen wir auf jeden Fall gegen einen Typen
Typ-Nachteil-Gegner, ja, oder? 2 Millionen! Jawohl, Super Meteor Smash. Drück rein und dann noch das Kamehameha hinterher. 1,53 mit einem Crit. Yo, kaufe ich. Kaufe ich auf jeden Fall, mein Freund. Das war echt Deluxe. Also, man sieht, klar, Free-to-Play ist es relativ, weil wir den Leader, den Dokkan Exclusive Namigoku hier genommen haben. Aber wenn ihr einen Super Saiyan Leader hättet, ein Free-to-Play oder ein All-Types Leader, wie zum Beispiel den LR Vegito Blue, da gibt ja Superclass generell, jedem 90%. Das könnte man machen, aber er ist halt kein typischer Super Saiyajin Charakter. Deswegen, also wenn man sich da nicht so hart selber restricted oder halt einschränkt, welche Charakter man nehmen kann, dann ist die Auswahl halt echt groß. Ne? Ihr habt ja gesehen, wir könnten hier so viele gute Leute mit einpacken. Aber jetzt mit Free-to-Play, ich denke, das hat ganz gut geklappt. Ansonsten, die Geschichte kann man spielen, wie man möchte, weil wir haben so viele Super Saiyajin. Man kann auch ein reines Movie-Heroes-Team bauen, was aus Super Saiyajin besteht. Also das ist halt, man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Wir schauen einfach schnell noch in die Movie-Heroes rein. Bei Movie Heroes beginnt immer mit den beiden Gogeta. Es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Und wenn man möchte, kann man auch noch den Free-to-Play-Vegeta Gogeta mitnehmen, weil der ist auch ziemlich nice. Wenn man sagt, oh, so ein paar weitere Super Saiyajin wären schon nicht schlecht, wer ist denn noch in dieser Movie Heroes-Gruppe mit dabei? Was Free-to-Play angeht, haben wir halt nicht so viele. Aber ansonsten, Movie Hero, den kann man mitnehmen. Das ist ein Super Saiyajin. Der bufft auch noch die Kollegen, die da mit am Start sind. Wenn ihr sagt, okay, es muss nicht alles ein Super Saiyajin sein, nimmt das hier mit. Weil dann würde auch Gogeta nicht reinpassen. Aber fuck, es gibt so viele Möglichkeiten, diese Teams zu bauen, wenn man sich selber nicht einschränkt. Und man kann hier auch ein reines Fusion-Team draus bauen. Und das ist das letzte Team, was ich euch zeigen möchte. Zwar nicht in Action, aber mal so auf Papier. Beziehungsweise so im Game, ohne es in einem Run zu sehen. Wo sind denn jetzt meine Super Saiyajin? Ich verpenne immer, wo die da rumhocken. Klick. Nochmal, klick, klick. Das ist zum Beispiel auch ein ziemlich geiles Team, in dem wir nur Fusionen spielen. Das heißt, wir nehmen die beiden Gogeta, wie wir sie gerade schon hatten. Nicht dich. Die beiden Gogeta, die wir schon gesehen haben. Dann packen wir dazu zum Beispiel, na, wo sind sie denn? Hier, Vegito und Gogeta, LR. Und dann nehmen wir halt irgendeine andere der Fusionen, wie zum Beispiel den physischen Vegito oder wir können den Agility Vegito mitnehmen. Das sind beide sehr, sehr gute Charakter. Also da könnt ihr euch auch austoben und bauen und spielen und machen, wie ihr wollt. Das Team ist sehr, sehr gut. Super Saiyajin, das ist so mein Vorschlag, was man bauen könnte. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dann machen wir das doch gerne mal in einem Livestream. Gebt mir ein Thema vor, welche Kategorie ihr gerne sehen wollt und dann machen wir den nächsten Livestream dazu. Und vergesst nicht, diese Woche wird jeden Tag gestreamt. Wir spielen Resident Evil 3 Nemesis, das Remake. Wir spielen Dokkan Battle Online. Wir spielen irgendwelche anderen Games. Seid mit dabei. Ja, kommt auf den Discord-Server, da findet ihr alle Informationen dazu. Und ich freue mich schon auf euch. Wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Dokkan-Spielen. Und wenn es euch gefallen hat, ja, lasst der Sache gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr noch dabei seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Danke fürs Reinschauen, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Peace.